Und es geht weiter mit Sacred Gold. Wir diskutieren hier gerade eine ganze Bande an Leuten, herum und ja, jetzt geht's ins gefährliche Liebesviertel. Ich bin mal gespannt, was hier so auf uns wartet. Bis jetzt folgen uns eigentlich keine Gegner. Was sagt ihr nun? Das war jetzt nicht so das Problem. Okay, einmal Gier anschmeißen. Ihr kommt spät, seid bedankt und verschwindet, bevor euch gedungene Schurken die Kehle durchschneiden. Alles klar. So, und jetzt können wir auch mit dem quatschen. Alter. Ich danke euch für die hervorragende Eskorte. Dieses Geschäft wird die Versorgung der Truppen im Süden sichern. Hier, empfangt eure Belohnung und lebt wohl. Okay, das gab jetzt auch nichts Besonderes. Dann mache ich jetzt noch die Ankarianische Schneequest. Stumpf gesagt, Koks in Ankaria. Auch hier gibt es das anscheinend. Nette Idee. Oh. Die Soldaten werden mich hängen. Bleibt ihr also unserem Paket treu und schützt mich? Bergonix von Tatabak, diese königliche Garderatte, wenn ihr mich auszuliefern gedenkt, werdet ihr mit durchschnittener Kehle in der Gosse enden. Okay. Ich bin Bergonix von Tatabak, Hauptmann der königlichen Garde, zu Hundemut. Gebt ihr euren Begleiter heraus? Ihr habt da ein Geschwür im Schlepptau, welches ich herauszuschneiden gedenke. Besinnt ihr euch auf euren Umgang und überlasst ihr uns den Schurken, oder wir werden den Verstand wieder in euch hineinprügeln. Ich hab Bock, mich mit denen anzulegen. Die haben mit mir unverschämt gesprochen. Was? Jetzt werden wir sehen, ob ihr ein ebenbürtiger Gegner Zack. seid. So einfach ging das. Nicht schlecht für den Anfang. Dein Name wird nun unter den Dieben, Schurken, Mördern und Halsabschneidern von Hohenmut bekannt sein. Und wer weiß, was eines Tages aus dir werden mag. Hier, nimm dein Blutgeld. Falco-Narbengesicht. Ah, lustig. Schöne Quest, hat mir gefallen. Ja, sehr gut. Jut, jut, jut. Dann mal weg hier. Diebesviertel. Ich hätte mich halt auch, wie gesagt, den Wachen anschließen können, aber irgendwie, keine Ahnung. Es war mir nicht danach. Ich bin ganz ehrlich, der war einfach zu unverschämt zu mir. Und manchmal muss man auch einfach mal unkonventionellere Wege einschlagen. Nicht immer treu nach dem Motto Gerechtigkeit vor. Nein, manchmal muss man auch sich auf die böse Seite der Macht begeben. Aber wir müssen ein ganz schönes Stückchen laufen hier, ne? An der Arena vorbei und dann hier über die Brücke, glaube ich. Das müsste der richtige Pfad sein. Immer hier lang. Ja, wir müssen über die Brücke, habe ich mir fast gedacht. Warenbote und ein Offizier und Ehrenmann. Ah, feinste Qualität. Schaut nicht so besorgt. Dies sind Gewürze, keine Drogen. Kommt und schnuppert den besten Pfeffer, den ihr diesseits in Ankari erhalten könnt. Hier, dies sollte euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen nervös, wenn um mir herum gekloppt wird und ich mich gerade in einer Questunterhaltung befinde. Natürlich. Ich treffe nichts. Miese Ratten. Was ist das denn da? Ach, das ist der Händler.
Gut, dann machen wir jetzt hier noch die feine Duellisten-Quest. Jetzt werden wir sehen, ob ihr ein ebenbürtiger Gegner seid. Die hier einfach gerade mal einen Scheiß tun, um diese ganzen Sakara-Dämonen und Priester und das ganze böse Geschwür hier auszulöschen. Interessiert die anscheinend herzlich wenig. Außerdem sehen die mir verflucht aus nach Marodeuren. Was haben wir denn hier? Ihr wollt für meine Dame streiten? Für diese Anmaßung werdet ihr bezahlen. Na los, eilt euch und kämpft. Und sobald ihr an euren Wunden krepiert seid, werde ich meiner guten Herzensdame Manieren beibringen müssen. Oh. Zack. Jetzt Zack. Werden wir sehen, ob ihr ein ebenbürtiger Zack. Gegner seid. Okay, er war sauer danach, auf jeden Fall. Dann muss halt der Flammenwerfer nochmal seine Aufgabe tun. Wer sich auf ein Duell einlässt und dann zu feige ist, das Ganze auch alleine zu Ende zu bringen. Und damit seinen Kumpels versucht, mir noch eine aufs Maul zu hauen. Das ist dann natürlich wirklich eine Sache, wo man sich überlegen könnte, wo bleibt da das Reststückchen Charakter und Ehre, aber bei den Demoderation-Soldaten kann man wohl keins von beiden irgendwie erwarten. Wer hätte es gedacht? So, die Edeldame, für die wir streiten mussten, die müsste irgendwo im Osten sein, ne? Im Osten der Stadt, im östlichen Teil der Stadt. So, hier geht's hier noch lang eigentlich. Hier ist ein großer, großer Felsen im Weg. Hier muss es dann irgendwo wieder einen Aufgang geben. Ich nehme mal an hier durch. Zack, hier hoch. Ja, hier geht's hoch. Da kümmere ich mich gleich rum. Erstmal werde ich jetzt hier mit der Edeldame reden und mal sehen, was es dort als Belohnung gibt. In letzter Zeit gab es ja nicht so knalle Belohnung. Obwohl wir ja wissen, dass wir auch schon Z-Teile bekommen haben als Belohnung. Ihr habt ihn besiegt, ihr seid meine Rettung, denn ich weiß nicht, wie lange dieser Schuft noch höflich und anständig geblieben wäre. Was gibt es? Was gibt es? Einen verbrauchten Ring. Hier. Hier. Ins Gesicht, Mädchen. Kannst du behalten. Den hebe ich nicht mal mehr auf. Eine Unverschämtheit, mich damit abzuspeisen. Ich bin ein Zwerg. Unglaublich. Also das ist nicht wirklich lächerlich. Also manche, da schmeiße ich schon Gier an, dann bekomme ich so einen Crap ins Gesicht geschleudert. Will die mich verarschen oder was? Unfassbar. Oh, hier ist aber schöner als unten, der untere Teil. Ja, das gefällt mir hier. Nicht schlecht, der Specht. Hier lassen sie sich's gut gehen. Natürlich ist auch hier nur der Kombomeister. Der ist natürlich im besseren Gebiet der Stadt. Im oberen Viertel. Aber jetzt können wir erstmal hier wieder ordentlich tauschen. Und liebe Leute, ich werde jetzt erstmal wieder eine richtige Ecke in mir investieren, glaube ich. Zack. Telamine brauche ich nicht. Obwohl Telamine eine ein Skill wäre, der erstmal an sich interessant wäre, mal mit dem rum zu experimentieren. Das wäre auf jeden Fall ein Gedanke wert. Aber bis jetzt hat sich da noch nicht so die Gelegenheit geboten. Hier haue ich jetzt einfach mal alles in Gier rein. Ich wette, wenn ich das irgendwann hoch genug habe, bekomme ich bei jeder Quest irgendwelches Set-Teil oder ähnliches. Ich probiere das einfach mal hoch. Im Moment sind wir noch stark genug, um gegen die ganzen Gegner ankämpfen zu können. Da kann ich auch ruhig ein bisschen was in Gear investieren. So. Sehr schön. 50 Sekunden. 24.
20% Verteidigung noch danach. Das ist echt ein Witz, ne? Das ist, dann sind wir aber bald ein One-Hit. Aber das ist wohl der Preis, den man zahlen muss, für diesen Magiefund-Bonus, den man dann bekommt. Was ist das denn hier? Es geht hier aber noch ganz schön weit, rein. Keine Ahnung, was das hier ist. Eine Hütte. Ist auf jeden Fall dieses obere Viertel hier. Aber hier sind keine Quests oder ähnliches. Das ist einfach nur noch eine Holzhütte. Ohne Sinn und Zweck wahrscheinlich. Ohne Sinn und Zweck. Gut, aber hier in dem großen Tempel, was es auch immer für ein Tempel ist, vielleicht erfahren wir es ja gleich, Seraphim-Tempel, sieht auf jeden Fall so ähnlich aus. Ja, es ist einer. Hier ist erstmal ein Buchständer. Mit dem würde ich gerne agieren, aber hier gibt es nichts, schade. Ja, aber eine Seraphim, oder jedenfalls irgendwie eine Klosterschwester. Eine Novizin, Novizin Alundra. Bitte bringt uns den Zeremonienstab zurück. Die unheiligen Sakara-Priester entwickeln sich zu einem immer größeren Problem. Nun haben sie sich sogar erdreistet, unseren heiligen Zeremonienstab zu stehlen. Augenzeugen berichten, sie seien in Richtung Süden aus der Stadt geflohen. Bitte folgt ihnen und bringt uns den Stab zurück. Seid unbesorgt! Richtung Süden, ja, das ist ja hier. Okay, ich hätte gedacht, die rennen Richtung Norden, aber Süden ist für mich natürlich angenehmer. So, mal gucken. Hier, erstmal hier, zack. Das Ding kann weg. Den Schmarren brauchen wir nicht. So, hier ist nichts von Wert für mich. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein Bösewicht. Zaffort de Faltar. Wir haben uns mit dem noch gar nicht angelegt und schon ist der sauer. Was ist dies für eine Wendung des Schicksals? Mein Gemahl ist tot? Ich bin tatsächlich frei? Dann eilt und führt mich aus diesem Käfig heraus zu meinem Glück. Ach, hier sind wieder. Wer hätte es gedacht? Wie in jedem Keller sind hier diese dämlichen Spektralwesen und gehen einem auf die Nerven. In jedem Herrenhaus sind die aufzufinden. Keine Ahnung, was das soll. Obwohl es ja eigentlich eine ganz nette Idee ist. Wollt ihr es tun? Bitte befreit meine arme Herrin und bringt sie zu ihrem Geliebten vor den Toten der Stadt. Ich glaube, das ist doch die Quest, die ich hier habe. Wann war ich jetzt schon in diesem Turm da? Ich glaube ja, ich guck gleich nochmal nach. So, erstmal hier, zack. Geh anschmeißen. Ich danke euch, denn ihr habt meine Geliebte aus den Klauen eines Monsters gerettet. Auch wenn dieses Gold nie aufwiegen kann, was ihr getan habt. Nehmt es und lebt wohl, denn wir werden diesen Ort alsbald verlassen. Dieses Gebiet ist befreit. Wie kann ich euch nur jemals danken? Endlich frei von diesem Monster Zaffort. Doch wir werden diese Stadt verlassen müssen, denn seine Familie ist einflussreich. Und ihr wisst bestimmt, dass er auch zur Blutlinie der Demordrace gehört, die nicht gerade für ihre Vergebung bekannt sind. Hier, dieser Ring soll euch dienen, und doch ist es nur ein geringer Lohn für das Glück, welches ihr mir beschert habt. Es ist wirklich nicht besonders viel. Naja, trotzdem danke. Man will ja nicht undankbar sein, obwohl das in manch einer Situation doch ein bisschen schwer fällt. So. Ja, hier waren wir schon. Ja, dann ist die nächste Quest, die ansteht, die vor der Stadt. Da werde ich dann als nächstes hingehen, im nächsten Part. Und dann wird es irgendwann demnächst auch... hier, warum waren wir eigentlich hier noch nicht? Keine Ahnung, was das hier für ein Teil ist. Aber da werden wir nochmal hingehen. Das ist auf jeden Fall die Burg Hohenmut. Das haben wir schon so gut wie erkundet. Dann geht's hier nochmal zu dem Zeremonienstab, den wir für die Seraphim wieder zurückholen müssen, beziehungsweise für die Novizin.
Und dann geht's hier in den hohen Norden. Zu einem der nördlichsten, wobei ist es, also das ist ja alles, glaube ich, Add-on-Welt, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nördlich gelegener Punkt. Sieht man ja auch an dem Schnee. Gut, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao.